herzlich willkommen zum Spitzenspiel in der B-Klasse Mainz-Bingen-West. Am 20. Spieltag empfängt hier in Mombach Türkgücü Mainz, der Tabellenführer, den direkten Verfolger, die TSG Schwabenheim. Wie das Spiel endet, seht ihr wie immer bei uns auf FUPA. Es war das erwartete Spitzenspiel. Türkgücü Mainz bislang auf eigenem Platz verlustpunktfrei, gab von Beginn an Vollgas. Aber auch die TSG Schwabenheim gefährlich, gut eingestellt und bissig. Etwas zu bissig, und nach 11 Minuten musste TSG-Stürmer Jonas Becker mit Gelb-Rot bereits vom Feld. Schwabenheims frühe Unterzahl konnte Türkgücü zunächst nicht nutzen. Beim Spielstand von 0:0 ging es in die Kabinen. In Halbzeit 2 dann Schwabenheim plötzlich am Drücker und dem Führungstreffer näher als Türkgücü. Der Schwabenheimer Lars Kaden mit einem Gewaltschuss aus gut 25 Metern traf nur die Querlatte. Die Spannung unter den fast 200 Zuschauern war greifbar. Das Spiel ging hin und her, und in der 84. Minute setzte sich Türkgücüs Frank Egger über links durch, zog in den 16er und verwandelte eiskalt ins lange Eck. Davon konnte sich Schwabenheim nicht mehr erholen. Ein packendes Spitzenspiel entschied der Tabellenführer mit 1:0 für sich und baut damit seinen Vorsprung gegenüber dem Verfolger auf 6 Punkte aus. Türkgücü Trainer Herr Jennewein, viel Lautstärke von außen, es war hochemotional, am Ende 1:0. Kurzes Fazit von Ihnen, zufrieden mit der Leistung Ihrer Mannschaft, oder gibt es dann doch das ein oder andere, was Sie zu bemängeln haben? Ihr wart 80 Minuten, wart ihr in Überzahl, habt dann trotzdem in der zweiten Halbzeit gewisse Probleme gehabt. Ja gut, zuerst geht man ins Ergebnis, ist sehr wichtig, das ist 1:0, und kurz vor Schluss ist das schon okay, nur das war nicht jetzt den Fußball, den wir spielen wollten, das war also ein bisschen anders gedacht, nur wir haben einen Gegner gehabt, der trotz 10 Mann alles gegeben hat und die Räume zugemacht hat, gekämpft hat, und ich denke, dass das trotzdem in Ordnung geht, weil optisch überlegen, war nach druckvoller, war nach vielleicht die Mannschaft, die das Ding halt mehr gewollt hat. Und das war ausschlaggebend. Herr Engelhardt, Trainer der TSG Schwabenheim, heute 0:1, am Ende verloren. Ihr wart in der zweiten Halbzeit tatsächlich am Drücker, ihr wart in Unterzahl 80 Minuten lang. In der ersten Halbzeit hat man das Unterzahlspiel auch gemerkt, in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Kurz was zum Spiel von Ihrer Seite. So, unglückliche Niederlage heute, das ist ganz klar. Gebe ich ihm gleich ein bisschen Schuld dem Schiedsrichter, weil er uns einen ganz klaren Elfmeter nicht gibt. Und dazu gehört dann die rote Karte. Und es waren sehr viele Nicklichkeiten auch drin. Aber wir waren eigentlich in der zweiten Halbzeit näher im 1:0, wie eigentlich Türkgücü dem Führungstreffer. Ja. Und da muss ich meiner Mannschaft echt ein Lob sagen. Das war super, was die heute hier mit 10 Mann abgeliefert haben. Ja. Über 80 Minuten, das muss man mal sehen. Über 80 Minuten eigentlich den Tabellenführer teilweise beherrscht. Ja. Denen ist eigentlich aus dem Spiel raus nichts eingefallen. So sehe ich das halt. Und wie gesagt, wir waren eher am Drücker, es 1:0 zu machen und hier vielleicht als Sieger vom Platz zu gehen, wie der Gastgeber hier. Dankeschön. Tschüss.